Wenn bei Familie Nicosia gespielt wird, gehören Smartphones und Apps selbstverständlich dazu. Ich benutze mein Handy eigentlich so gut wie den ganzen Tag. Ich spiele auf mein Storio Max Tablet und von meiner Schwester mit dem Handy. Wo Apps benutzt werden, fließen auch Daten. Doch der Datenschutz war bei Mutter Caroline bisher noch kein großes Thema. Ich gucke einfach ab, wie viele Jahre das ist und das, ja, ob das pädagogisch auch ein bisschen wertvoll ist. Ansonsten habe ich mich da wirklich noch nicht so gekümmert. Ob sich das heute ändert? Einen Tag lang spielen die Kids für uns mit jeder Menge Hightech-Spielzeug, das sich über Apps steuern lässt. Mit dabei IT-Experte Tim Serowski. Er will herausfinden, welche Daten übertragen werden und wie viele. Dafür schneidet er den Datenstrom mit und wertet ihn für uns aus. Wir testen diese sprechende Puppe, diese ferngesteuerten Roboter und verschiedene kostenlose Spiele-Apps. Los geht's mit der sprechenden Puppe Kayla. Sobald die Halskette leuchtet, steht sie auf Empfang und man kann ihr Fragen stellen. Die Puppe nimmt den Ton auf und greift für ihre Antworten auf Google, Wikipedia und eine eigene Datenbank zurück. Was ist dein Lieblingsessen? Die Universität Daugavpils ist eine von 5 staatlichen Universitäten. Doch das klappt nicht immer. Und wie sieht es mit dem Datenstrom aus? Also bei der Puppe fällt auf jeden Fall auf, dass sie permanent mit dem Internet verbunden ist und an einen Anbieter zur Sprachanalyse, der heißt Nuance Mobility, Daten sendet. Kritisch daran ist auf jeden Fall, dass die gesamten Sprachaufzeichnungen an diesen Anbieter gesendet werden und der die natürlich speichert und auch auswertet. Das heißt, immer wenn Kayla empfängt, können die Aufnahmen aus dem Kinderzimmer auf fremden Servern im Ausland landen. Weiter geht's mit diesen ferngesteuerten Robotern der Firma Sphero. Der Spielespaß ist groß, die Kinder sind begeistert. Unser Experte auch. Die Roboter haben auch eine dauerhafte Internetverbindung und senden auch permanent Daten an den Server des Herstellers. Es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, dass der die ganze Zeit Daten sendet, weil zur Funktion der Geräte ist es eigentlich nicht nötig. Die Stiftung Warentest hat herausgefunden, dass es sich dabei um Angaben zum mobilen Endgerät, zur E-Mail-Adresse und zum Alter des Nutzers handelt. Und wie sieht es mit kostenlosen Spielen für Smartphone aus? Statt mit Geld zahlt der Nutzer hier mit seinen Daten. Tim empfängt sofort die ersten Datenpakete. Man kann sehen, dass auf jeden Fall sehr viele Werbeanbieter hier kontaktiert werden und relativ häufig haben wir auch Werbeanbieter, die dann gleich die Daten über die Mobilgeräte mit einsammeln. Also zum Beispiel, in welcher Stadt befinde ich mich und was für ein Smartphone habe ich, welche Betriebssystemversion habe ich und halt auch immer eine eindeutige ID mitschicken, um den Benutzer wieder zu identifizieren, wenn er das nächste Mal spielt. Um zu sehen, welche Menge an Daten da übertragen wird, haben wir für einen kurzen Zeitraum den Datenstrom mitgeschnitten und ausgedruckt. Was glaubst du denn, wie lange das gedauert hat, bis diese Daten übertragen wurden? Ich glaube schon, dass es ein längerer Zeitraum ist, weil es ist ja wirklich schon mächtig viel. Die ganzen Anfragen sind in 10 Minuten passiert. Krass. Bei diesen Mengen kann der Datenstrom der Spielzeuge sogar ins Geld gehen. Denn wenn die Apps dauerhaft sehr viele Daten übertragen, ist das Datenvolumen, das in vielen Mobilfunkverträgen festgelegt ist, schneller aufgebraucht. Die Kinder sind nach unserem Test aber vor allem wegen ihrer persönlichen Informationen skeptisch. Das könnte ja jetzt irgendeiner lesen und dann könnte wissen, ah ja, die heißt so und die wohnt dort und dort. Und dann können die uns sozusagen nachspionieren oder irgendwie sowas. Für Mutter Caroline ist deswegen klar, bevor ihr neues Hightech-Spielzeug ins Haus kommt, wird sie zweimal prüfen, ob eine Verbindung zum Internet wirklich notwendig ist. Und um auf Nummer sicher zu gehen, wird sie bei Spiele-Apps in Zukunft das Netzwerk abschalten.